Hallo meine lieben Wasserzeichen, herzlich willkommen alle Fische, Krebse und Skorpione zu eurem Channeling für die kommenden 4 Wochen. Ja, meine Lieben, dieses Mal gibt es mal ein Channeling und zwar ein One-Card-Channeling für uns, für euch. Ich gehöre ja auch zu den Wasserzeichen und ja, ich werde das jetzt nicht immer als Channeling machen, die Elemente-Readings. Es wird auch wieder Karten-Readings geben. Aber ich möchte mich an der Stelle schon mal herzlich bei den Erdzeichen und auch bei den Feuerzeichen bedanken, denn eure Kommentare haben mir gezeigt, dass viele von euch die Möglichkeit toll finden, dass man das mal wechselt. Und ich hatte dieses Mal so stark das Gefühl, die Botschaften möchten gechannelt zu euch kommen. Und ich werde ein One-Card-Channeling machen. Das heißt, ich habe hier das Rider-Waite-Tarot. Das ist schon vorgemischt mit der Frage, welche Energien erwarten uns Wasserzeichen in den kommenden etwa 4 Wochen. Ich habe auch das Crystal Vision-Tarot hier zur Seite gelegt. Falls, aber bislang war es nicht der Fall, bei den Erd- und bei den Feuerzeichen auch nicht, dass ich das Gefühl habe, man müsste vielleicht mal noch eine Zusatzkarte ziehen. Aber es wird jetzt so sein, ich mische uns jetzt hier aus den 78 Tarotkarten eine heraus mit der Frage, welche Karte möchte uns jetzt hier eine Botschaft ins Kollektiv bringen. Und ich habe mich während des Mischens vorher schon darauf konzentriert, dass es bitte eine Botschaft sein soll, die jetzt für ja, einige Wasserzeichen, die jetzt hier zuschauen, wirklich von Bedeutung ist. Es ist klar, bei den allgemeinen Readings oder Channelings kann es nicht immer für jeden passen. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, nee, das war jetzt nicht meine Botschaft, dann hör dir gerne noch das Channeling für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an, wenn das einer anderen Elementegruppe angehört. Ja, meine Lieben, ich konzentriere mich jetzt mal. Ich bitte um eine Karte für uns Wasserzeichen. Was steht uns Wasserzeichen jetzt in den kommenden Wochen bevor? Um was geht es für uns? Eine einzige Karte bitte für uns Wasserzeichen. Eine Karte bitte für alle Fische, Krebse und Skorpione. Oh, da fiel in hohem Bogen der Ritter der Kelche, wunderschön, auch ein Wasserzeichen. Ja, den legen wir jetzt mal in unser Herz. Gebt mir ein paar Sekunden. Ich verbinde mich und dann versuche ich möglichst wörtlich wiederzugeben, was ich für uns empfangen darf. Du sehnst dich nach Liebe. Du sehnst dich danach, gesehen, wertgeschätzt, gehalten und getragen zu werden. Du sehnst dich nach einem Menschen, der dir das gibt, was sich deine Seele seit langer Zeit wünscht. Vielleicht befindest du dich bereits in einer Verbindung zu einem Menschen, dessen eigener Kelch oder deren eigener Kelch im Moment aber nicht mit dem gefüllt ist, das du dir wünschen würdest. Dieser Mensch ist selbst noch an einem Punkt seines Lebens oder ihres Lebens, an dem er oder sie noch viele Aufgaben zu erledigen hat. Und eine Hauptaufgabe ist es, in die bedingungslose Liebe zu sich selbst zu finden. In diesem Punkt spiegelt ihr euch, denn auch für dich geht es darum, immer wieder in dich hineinzuspüren und zu fragen, wie weit bist du gekommen, dich wirklich bedingungslos anzunehmen und zu lieben, so wie du bist. Brauchst du die Liebe, die Anerkennung, die Wertschätzung eines anderen Menschen noch, um dich selbst für gut genug zu halten? Oder bist du bereits angekommen in deinem inneren Zuhause, in dem du zu jeder Zeit Liebe, Halt und Trost findest? Was darf dir in deinem Leben noch geschenkt werden, damit du dich selbst als Geschenk betrachten kannst?
Es ist möglich, dass du im Moment dabei bist, eine sehr alte Wunde aus deiner Kindheit zur Heilung zu bringen. War der Kelch der Bezugspersonen, die dich versorgten in den ersten Jahren deines Lebens, gefüllt mit Liebe für sich selbst? Waren es deine Eltern oder die Menschen, die dich großgezogen haben, die sich selbst bedingungslose Liebe geben konnten? Oder war es eher so, dass sie selbst einen Mangel an Liebe in sich trugen, den du zu spüren bekamst? Diese Wunde darf nun zur Heilung gebracht werden. Du darfst verstehen, dass all das, was du in deiner Vergangenheit nicht von anderen Menschen erhalten durftest, du dir nun selbst zu geben lernen darfst. Wir unterstützen dich dabei, denn Gottes Kelch für dich ist jeden Tag von Neuem gefüllt, prall gefüllt mit Liebe für dich. Gott bewertet nicht, ob ein Mensch genug geleistet hat, sich so verhält, wie er sich verhalten sollte, oder den Anforderungen anderer entspricht, sondern Gott hält jedem Menschen den Kelch der Liebe hin und sagt: Trink, denn meine Liebe wird dich heilen. Denn sie sorgt dafür, dass du dir selbst darüber im Klaren wirst, wie wertvoll du bist. Wo bist du noch in Beziehungen, die dich nicht nähren? Wo gibst du noch und lässt andere aus deinem Kelch trinken, auf dass er leerer und leerer wird? Die anderen laben sich an dir und du sorgst für Nachschub. Tu das nicht, geliebte Seele des Lichtes, sondern wisse, dass Gott dann stolz auf dich ist, wenn du selbst erhobenen Hauptes darüber Bescheid weißt, wen du aus deinem Kelch trinken lässt und wem du es ab jetzt nicht mehr gestattest. Es gibt einige Energievampire in deiner Umgebung, die dich auslaugen, die sich auf dir ausruhen, die dich ausnutzen. Lass das nicht zu. Du spürst ganz genau, um welche Aufgabe es hier für dich geht. Nämlich alle Verbindungen zu Menschen zu beenden, in denen du dich nicht gesehen, nicht wertgeschätzt, nicht liebevollst behandelt fühlst. Es ist denkbar, dass für einige von euch demnächst ein Mensch ins Leben tritt, der oder die seinen oder ihren Kelch bereits mit Liebe für sich selbst gefüllt hat. Doch diesem Menschen wirst du erst dann begegnen, wenn du verinnerlicht hast, dass du es wert bist, dass du Liebe verdienst, dass du Glück verdienst, dass du Fülle und Erfüllung verdienst, genauso wie Gesundheit und Reichtum. Denke groß, wünsche groß, manifestiere groß. Gib dich nicht länger mit Brotkrumen zufrieden. Richte dich auf und erkenne das Geschenk, das du bist. Für Gott, deinen Schöpfer, bist du ein wertvolles Geschenk. Warum fällt es dir manchmal immer noch so schwer, dich selbst als solches zu betrachten? Denn wer an deinem Leben teilnimmt, sieht dich immer nur genauso wie du dich selbst. Warum sollte dich jemand achten und wertschätzen, behandeln wie eine Königin oder wie einen König, wenn du dich selbst als Bettler siehst? Mache dich in den kommenden Wochen bereit für die Liebe. Mache dich bereit für wundervolle Erlebnisse in der Liebe
Und diese finden nicht nur in zwischenmenschlichen Beziehungen statt, sondern wundervolle Erlebnisse kreiert ihr in euch selbst. Fühle Liebe für alles, was ist. Fühle Empathie und Mitgefühl für deine Mitmenschen. Fühle Liebe für die Natur, die dir jeden Tag mit ihrer Fülle zur Verfügung steht. Und fühle Liebe für Gott, deinen Schöpfer. So geh nun hin und behalte diese Worte im Herzen, auf dass sie es öffnen und du die Liebe spüren kannst, die dir gebührt. Wow, meine Lieben, ganz warm ist mir um mein Herz. Ich merke einen deutlichen Unterschied. Ich weiß noch, im Feuerzeichen-Channeling, da ging es um diesen Weg von der Kälte in die Wärme. Da war mir körperlich richtig warm. Und jetzt spüre ich eine ganz große Herzweitung, eine Herzöffnung. Vielleicht kann das jemand von euch auch spüren. Eine sehr intensive Botschaft, wie ich auch finde, die sehr gut in die Energie passt, in die Zeitqualität, in der wir leben, in der auch viel dunkle Energie, viel Kälte im Kollektiv herrscht. Da ist dieses warme Herz, die Liebe, die wir zunächst für uns selbst empfinden dürfen und dann auch an andere Menschen oder grundsätzlich an alles, was ist, weitergeben dürfen, immens wichtig. Mich hat die Botschaft sehr berührt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber ja Wasserzeichen bin. Ich bin natürlich gespannt, wie es euch damit ging. Ich freue mich auf jeden Kommentar. Und ja, wir lassen uns jetzt mal überraschen von den Energien, die dieser Blutmond im Zeichen des Skorpions ins Kollektiv bringt. Ich selbst habe mein Mondzeichen im Skorpion. Vielleicht geht es einigen von euch auch so, dass ihr diese Energie schon sehr deutlich spüren könnt. In jedem Fall wird es heute, demnächst, das sage ich mal, noch das Reading geben, ein ausführliches Reading zu diesem sehr transformativen Vollmond im Skorpion. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch da dabei seid. Herzlichen Dank für euer Interesse an diesem Channeling und ich sende euch ganz liebe Grüße und wünsche euch jetzt einen guten Start in den Freitag. Tschüss!